Und willkommen zurück bei Minecraft. Wir sind hier quasi die Innenausstatter, also eigentlich schon die ganze Zeit lang, und wollen uns jetzt hier noch ein bisschen, naja, verewigen mit unseren tollen Designobjekten, die aus Moosstein und aus gecrackten Stein bestehen und vielleicht auch aus Slabs. Slabs habe ich schon, naja, kann ich nochmal haben. Ja, ansonsten denke ich mal, erschöpft sich unsere Auswahlpalette schon wieder. Dann wollen wir hier mal ein bisschen was kaputt machen. Hier ist kaputt. Und da ist auch kaputt. Genauso wie da. Das ist kaputt. Genauso wie das hier. Und das ist eigentlich auch kaputt. So, das ist ein bisschen putt. Hier ist was putt. Und da ist was putt. Und der ist auch kaputt. Das ist putt. Das ist sowieso zugemoost. Und das hier eigentlich auch. Also zusammen mit dem hier. Ja, den Brunnen kann ich nicht so wirklich kaputt machen. Weil da kriege ich Probleme. So, die Musik ist gerade wieder ganz schick. Dieses Geräusch, dieser Höhlensound. Ich meine, diese Mundharmonika-Musik passt jetzt überhaupt nicht dazu, aber... So, was ist denn jetzt hier eine Treppe und was ist hier ein Stein? Ich glaube, das sind Steine, ne? Da kann ich nämlich hier so ein bisschen moosig machen, oben alles. Und dann kann ich das hier kaputt machen. Bin ich ja ganz gut darin, ihn kaputt machen. So, kommt hier Moos rein. Ja, wartet mal. Leider gibt es halt keine gemoosten Treppen oder sowas. Und hier ein bisschen Moos rein und dann ist das hier kaputt und das hier ist auch Putschikato. Ja, die Treppe muss ich dann noch... Was ist denn das für ein Loch? Muss ich dann noch hinüber machen? So, dann ist hier was kaputt. Aha. Dann ist das hier bemoost. Und das hier ist so auch so bemoost, ne? Ja. Die Decke ist mal hier weiterhin bemoost und ist hier und da kaputt nochmal. Ja, da wirkt schon alles etwas stimmiger. Ja, hier kann ich leider nichts machen. Das ist ein bisschen schade. Aber na, das sollen die Ranken unter sich ausmachen. So, hier ist es kaputt. Und da ist auch kaputt. Genauso wie dort und hier eigentlich. Ist irgendwer mal mit zu guten Absätzen drüber gelaufen. Also gut im Sinne von möglichst kleine Fläche beim Absatz. Und hat die ganzen Steine hier kaputt gemacht. So. Ja, vielleicht hier noch. Ja, so in der Art, ne? Damit das Ganze hier etwas stimmiger wirkt. Hier beim Brunnen kann ich nicht viel machen und... Ach so, die Treppe wollte ich noch kaputt machen, damit das nicht so... aussieht, als wäre hier alles in Ordnung. Ach so, die Treppe kaputt machen ist natürlich so ein bisschen schwierig. Warte mal, da vielleicht mache ich das vielleicht so hier. Warum ist denn hier drunter eigentlich noch so Licht? Habe ich hier noch irgendwo eine Fackel vergessen? Kann das sein? Nee, ne? Nö, der scheint von draußen rein. Okay. Tja, dann mache ich halt mal hier so ein bisschen so kaputt, ne? Wenn mir nichts anderes übrig bleibt. Einfach nur so ein bisschen... Ja, ich meine, das wirkt jetzt weniger episch, weil als kaputt, aber... Man kann eigentlich noch hoch und runter laufen. Oder warte mal, ich kann doch hier einen Slab hinsetzen, ne? Ja, setze ich hier Slabs hin. Damit die Treppen nicht mehr so als... Uppala, vollständig sind. Ne, so. Mhm. Oh, dieser Brunnen. So, okay, dann hätten wir das. Ja, hier wachsen die ganzen Kräuter hier runter. Und dann hätten wir eigentlich das so weit. Ja, den Gang muss ich halt noch irgendwann mal richtig ausbauen. Da klaue ich dir mal kurz hier ein paar Fackeln. Die kann ich ja dann nachher wieder hinsetzen.
So, machen wir die Fackeln im Sturm mal weg. Einfach nur, um zu sehen, wie das aussieht dann insgesamt. Also hier kommt noch so ein bisschen Licht rein, das lasse ich aber erstmal. Und der Brunnen ist eigentlich, wenn alles dunkel ist, hell genug. Da kann man hier quasi den Gang entlang sprinten, an tausenden Säulen vorbei, die irgendjemand da hingesetzt hat, die reine Fleißarbeit, also hinsetzen wird. Und dann kommt man hier beim Brunnen raus, dann mache ich die Fackel auch mal weg, weil die stört ja auch das Bild. Dann hat man hier quasi diesen leuchtenden Gesundheitsbrunnen und kann dann quasi hier die Treppe hoch und befindet sich in den Katakomben. Wunderbar. Ja, ob ich die dann halt noch weiter ausbaue oder wie ich die ausbaue, ist natürlich so eine Sache der Zukunft. Aber wir haben erstmal quasi den Anschluss geschaffen. Da kann ich eigentlich hier so die Wand auch mal ausbessern. Wo ich gerade mal so schön dabei bin. Möp, möp, möp und möp, 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 möp. Ja, also puh. Was das hier soll, frage ich mich auch. Hier habe ich ja noch alles drinne gelassen, was so drinne war. Und das ist halt der Raum und hier wäre halt die Treppe daneben, aber naja. Kann man ja auch so lassen. Ob die Tür jetzt eigentlich offen bleibt, ist auch eine Frage, aber ganz gut eigentlich. Man kann sich hier drinne echt übel verlaufen. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um, vielleicht finde ich ja mal den Weg, ich finde erstmal den Weg zu den Fackeln, das wäre auch mal ganz gut. Den Weg hier zu... Warum hier eine Holztür ist, ist auch so eine Frage. Ja, hier ist also absolut gar nichts. Ich weiß nicht, ob man... Na gut, wenn ich das als Katakomben... Ich weiß nicht, als was ich das genau verkaufen möchte hier. Ob nur als Katakomben oder als... Untergrundfestung, als uralte oder wie auch immer. Aber irgendwas Lustiges halt, ne? Irgendwas mit Stil. Irgendwas, was sagt, ja, hier ist cool. Mal gucken, was mir da so dazu einfällt. Also wenn ich das als Grabgewölbe machen müsste, dann... wären hier aber auch einige Dinge vonnöten, zum Beispiel Gräber. Also denke ich mal, gehört so dazu. Für ein vernünftiges Grabgewölbe ein paar Gräber zu haben, kann man schon, denke ich mal, durchgehen lassen. So, so, so. Alles so verwirrend hier, vor allem da kommt man wieder da raus, wo man schon mal war. Das ist alles etwas komisch. Also kann man hier die... Also ich denke mal, das ist ein Abschnitt. Na gut, da oben geht noch eine Tür lang. Und das war ja Sackgasse. Ja und hier, wo kommt man hier nochmal genau hin? Erstmal eine Treppe runter, da geht es hinten nicht weiter und dann ist man dann. Nanu? Was ist denn das hier? Da bin ich jetzt eigentlich echt zu neugierig, mal da reinzugucken. Wartet mal. Nein, ich nehme mal hier so ein bisschen Cobblestone, damit ich es wieder ausbessern kann, aber ich bin halt jetzt zu neugierig. Oh, gut. Was da eigentlich ist. Oh, hallo Flattermann. Ne, ja, Flatter, Flatter, Flattermann. Du hast vielleicht ein gutes Thumbnail ab, wenn ich dich erwische. Hier geht... Hä? Hä? Hier sind zwei, drei Goldbahnen drin und drei Brot. Das ist ja ein interessanter Raum hier. Hier ist nichts dahinter. Das ist ein bisschen schade, aber da kann ich die Wand mal ausbessern. So und so und so und dann hier so. Das ist ja sehr interessant, so eine Festung, muss ich mal zugeben. So, da waren wir. Dann, das hier sind irgendwelche Zellen, glaube ich. Sieht zumindest verdammt nach einer Zelle aus. Sogar mit Fackel. Aha. Und hier geht es wieder runter.
Hier ist irgendwas. Ich glaube, ich werde mich hier drinnen. Aber hier war... Hier ist die Bippo. Aha. Und hier fängt... Hier geht so ein halber Minenschacht durch. Und was ist denn das hier? Gott. Okay, jetzt bin ich hier. Und hier ist ein Nix-Raum. Okay. Oh, diese Türen. Nein. So, warte mal, wo kam ich jetzt eigentlich her? Ich kam von da oben, glaube ich, ne? Genau, ich bin hier die Treppe runtergestolpert und habe mich dann hier rein verirrt. So, hier, ach, hier ist der Gang, der zur Schlucht führt, glaube ich. Das ist er zumindest. Ach, und hier sind wir schon am Netherportal, okay. Okay, 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 okay. Okidoki. Also irgendwann müsste ich mal hier irgendeine Karte von dem ganzen Untergrundgeschissel zeichnen, aber ich glaube, dazu komme ich erstmal nicht. Oder ich wüsste auch gar nicht, wie ich das anfangen sollte. Am besten so eine Aufklappkarte aus Pappe, damit man alle Ebenen hier erfassen kann. So, hier geht's zum Netherportal. Und hier geht's doch irgendwo anders hin. Ich gehe mal die Treppe wieder hoch. Hier durch die Zellen. Na du, Flattermann? Oh, bist du ein süßer Flattermann? War ich hier schon drin? Ich glaube, hier komme ich her, ne? Da geht's die Treppe hoch. Hier war eine Sackgasse. Da gehe ich mal nach da gucken. Weil hier gerade die Tür offen steht. Aber hier ist nichts weiter. Außer halt der Zugang zum weiteren Minenschacht. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Also ich das ja alles erkundet habe, können schon 1.000 bis 2.000 Jahre vergehen. Hier ist Melonensamen, yay! Und Kartoffelsamen und 2 Diamanten. Es ist unglaublich. So, und das hier ist dann wirklich die Minengegend, denke ich mir eher. Ach was, hier ist ein Minenschacht über dem Netherportal. Hier ist auch alles durcheinander. Also hier sind dann weitläufige Minensch... Oh Gott, ey, was ist denn das hier für ein Untergrund? Schieß mich tot, tralala. Wo komme ich eigentlich her? Hilfe! Ich glaube, ich komme hier... Ach nee, das ist ein Monster-Spawner. Was? Das ist... Was ist denn das für ein Monster-Spawner? Das ist ein Spinnen-Monster-Spawner. Was ist denn das hier für ein Untergrund? Scheiße, das ist ja abgefahren. Kenne ich die Bibbo schon? Hä? Das ist doch eine andere Bibbo. Ich werde bekloppt. Ich muss mir ja durch. Hä? Das ist doch also... Ist doch nicht die Bibliothek, oder? Das ist eine ganz andere. Oder ist das die? Ich meine, hier war ich schon mal, glaube ich. Hier steht eine Truhe rum. Gott, ey. Hilfe? Ja, jetzt bin ich hier hinten. Jetzt kann ich hier wieder durchgehen und bin wieder hier. Und hier fangen wieder die Bienenschächte an. Ach, ich habe übrigens überhaupt keine Ahnung mehr, wie ich hier rauskommen könnte. Wenn ich die Absicht hätte. Hier geht eigentlich nur eine Treppe runter, ne? Also irgendwo muss ich mal die gesamte Hülle ein bisschen reformieren, damit man wenigstens einen halbwegsen Überblick behält. So, ich glaube, ich gehe jetzt mal hier die Treppe hoch. Opa. Und lass mich davon auch nicht abbringen. Jetzt bin ich hier. Jetzt gehe ich mal hier durch diese Tür, wenn ich mir das irgendwie mal gelingen möge. Ich gehe nicht da runter, ich gehe mal wieder hier hoch. Da draußen blitzt es und... Ah, ich bin wieder hier am Brunnen. Na bitte. Dann würde ich sagen, bevor ich mich hier noch weiter verlaufe... Vielleicht sollte ich sowas wie roter Weg, grüner Weg und blauer Weg machen. Irgendwelche Farbmarkierungen. Ist dann doch alles sehr verwirrend hier. So, ich stelle mich wieder hier in die Mitte von dem Brunnen. Guck hier... ach, warte mal, stelle ich mal hinter dem Brunnen. Ist das vielleicht... nicht in dem Brunnen, hinter dem Brunnen. Na komm, also... So, stelle mich mal hier hin. Guck mir hier so die allgemeine Szenerie an. Pack die Fackel mal weg. Und würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Also in der nächsten Aufnahme. Wenn wir, ich weiß nicht, irgendwas hier im Untergrund machen oder halt mal an die Oberfläche gehen. Je nachdem, wonach mir der Sinn steht. Aber bis dahin sage ich erstmal Tschüssi und auf Wiedersehen.